Wer, Wuss oder so, heute simulieren wir die Karriere eines Spielers, der mittlerweile selbst sogar bei FIFA-Turnieren mitzockt. Es geht dabei natürlich um den Kanadier, den Linksverteidiger, den vielleicht schnellsten Spieler der Bundesliga, Alphonso Davies. Wir finden heute gemeinsam heraus, wie seine restliche Karriere so verlaufen könnte. Dabei werde ich dieses Mal auch Trainer von Kanada sein, um auch ganz genau zu beobachten, was Davies für sein Land so erreicht. Da spielt er ja auch eine etwas offensivere Rolle. Wenn euch die Idee des Videos gefällt, lasst unbedingt einen Daumen da. Danke für euren Support. Abonniert den Kanal für weitere solche Videos und natürlich die Glocke aktivieren, dann direkt wäre sehr schlau, damit du auch wirklich mitbekommst, wenn ein neues Video rauskommt. Und so starten wir also rein in meine erste Karrieresimulation in FIFA 22. Das Ganze geht, bis Davies das Alter 30 erreicht. Und ich würde sagen, die erste Saison bleibt der Fonsi auf alle Fälle noch bei Bayern. Wird ja auch in der Realität eigentlich ganz, ganz sicher so passieren. Von daher simulieren wir direkt ans Ende der ersten Saison. Ballon d'Or ist auch noch nicht wirklich interessant jetzt. Den wird er definitiv noch nicht gewinnen. Ach, und dieses Mal mache ich übrigens für das restliche Video die Kamera aus. Glaub, meine Fresse da in der Ecke macht das Video nicht wirklich besser, aber ihr könnt mir gern Feedback dazu in den Kommentaren geben. Die erste Saison liegt hinter uns und die erste Weltmeisterschaft vor uns. Bevor der Fonsi so richtig in die Reihen startet, schauen wir uns natürlich an, was der FC Bayern so in der Liga gerissen hat. Dafür wechsle ich hier rüber auf die Bundesliga und Bayern wird nur Zweiter, 3 Punkte hinter Dortmund. Und das, obwohl man den Ballon d'Or-Sieger in den Reihen hat. Die Trophäe ging an Robert Lewandowski. Ich habe das natürlich trotzdem kurz überprüft. DFB-Pokalsieger ist Leverkusen. Es sieht alles nach einer titellosen Saison aus für den FC Bayern. Und das wäre natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Der Supercup zählt halt nicht so wirklich. UEFA Superpokalsieger ist Chelsea und die Champions League holt ausgerechnet der FC Barcelona, bei denen in der Realität halt so gut wie gar nichts geht. Und genau gegen die ist Bayern mit Alphonso Davies auch rausgeflogen. Davies kommt in dieser Saison auf 41 Einsätze, 2 Tore. Also gerade in Sachen Vorlagen ist da noch Luft nach oben. Ist ja doch ein Spieler, der sich sehr gerne ins Offensivspiel mit einschaltet. Immerhin ist seine Gesamtstärke hochgegangen auf eine 84. Potenzial liegt ja auch immerhin bei 89. Und jetzt geht's rüber zur kanadischen Nationalmannschaft, die ich jetzt auch nochmal so ein bisschen umgestellt habe, wobei ja dann sowieso wieder der automatische Trainer entscheiden wird, wer spielen darf. Aber die Formation sollte die gleiche bleiben. Ja, und Kanada ist natürlich in der Gruppenphase ausgeschieden. Und während jetzt das restliche Turnier stattfindet, denkt Fonsi tatsächlich über einen Wechsel nach. Denn es war ja echt eine absolut bescheidene Saison mit den Bayern. Und Davies möchte Titel gewinnen. Und deshalb geht es jetzt schon nach nur einer Saison auf die Transferliste. Was aber natürlich noch nicht sicher heißen muss, dass er auch wirklich wechselt. Das hängt so ein bisschen von den Angeboten ab. Am 20.07. kommt das erste für ihn rein. Und das ist einfach von Paris Saint-Germain. Boah, ich weiß nicht, ist jetzt nicht der allergeilste Club. Aber er verdient halt unnormal viel Geld bei denen. Kann mit Spielern wie Neymar, Mbappé, Messi zusammenspielen. Und ich denke jetzt zumindest mal so als Übergangsclub ist es schon keine schlechte Aufgabe. Die Weltmeisterschaft hat in der Zwischenzeit übrigens Italien gewonnen. Und Davies geht wirklich zu Paris Saint-Germain. Da wechseln Linksverteidiger vom FC Bayern einfach gerne hin. Man muss auch sagen, dass PSG auf der Position noch nicht so gut aufgestellt ist. Der Vertrag dort ist auf alle Fälle offiziell unterschrieben. Und Fonsi kickt ab sofort mit Neymar, Mbappé und Messi zusammen. Er ersetzt dabei natürlich Bernat, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Paris hat ja halt auch noch ein paar weitere, gar nicht so schlechte Spieler dazugeholt. Also mit der Truppe kann man auf alle Fälle Titel gewinnen. Und genau das möchte Davies natürlich direkt tun. Ganz nebenbei übrigens, sein Potenzial liegt immer noch bei einer 89. Den Ballon d'Or hat in dieser Saison übrigens schon wieder ein Mitspieler von Davies gewonnen und zwar natürlich Kylian Mbappé, der PSG wahrscheinlich auch zum Meistertitel geschossen hat. Das ist der allererste Titel jetzt in diesem Video, wenn man den Supercup mal nicht mitrechnet. Der erste Titel für Alphonso Davies. Aber ich denke, da kommen noch ein paar weitere dazu. Coupe National leider nicht. Da war einfach gegen Lorient Schluss. Superpokalsieger Barcelona, die Champions League
steht an. Paris Saint-Germain, das Finale gegen Wolfsburg. Was zur Hölle, Wolfsburg mit 3:0 gewinnen. Gegen den Ex-Club von Fonsi haben sie sich durchgesetzt, gegen Bayern München. Mit der Nationalmannschaft steht ja jetzt kein Turnier an in dieser Saison. So sieht die mittlerweile aus. Davies in dieser Saison mit wieder 2 Toren, aber dieses Mal auch immerhin mal noch 2 Vorlagen. Und die Gesamtstärke ist hochgegangen auf eine 86. Jetzt hat er halt eigentlich schon alles gewonnen mit PSG, ne? Und ich habe kurz drüber nachgedacht, soll ich jetzt wirklich schon direkt wechseln? Aber das wäre ein bisschen zu übertrieben. Wenn ich in 2 Jahren 2-mal wechseln würde mit dem Fonsi, würde sagen, ein weiteres Jahr PSG gibt es auf alle Fälle noch. Den Champions League-Titel zu verteidigen, wäre aber natürlich auch schon nochmal richtig krass. Erstmal sehen wir aber die Ligatabelle und da war es dieses Mal deutlich knapper. Am Ende reicht es aber halt doch. Ballon d'Or-Sieger natürlich Kylian Mbappé, der auch das dynamische Potenzial jetzt auch schon auf eine 96 hochgegangen ist, weil wir halt jetzt Trainer von PSG sind. Also ich bin gespannt, ob Davies jemals diese Höhen erreichen kann von Mbappé, der wahrscheinlich noch auf eine 99 oder so hochgeht. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Das Potenzial von Davies liegt komischerweise immer noch einfach bei einer 99. Also das hat sich 0,0 entwickelt. Er kommt in dieser Saison in 36 Spielen auf ein Tor, eine Vorlage. Also er spielt regelmäßig, er gewinnt Titel. Aber er ist jetzt nicht der allerwichtigste Spieler in der Mannschaft, so gefühlt. Diesen Wettbewerb gewinnt PSG. Coupe National hat letzte Saison gefehlt, fehlt auch immer noch. Superpokal hat PSG gewonnen. Es gibt kaum noch Titel, die Alphonso Davies fehlen. Die Verteidigung der Champions League, die klappt leider nicht. Man kommt zwar ins Finale, aber verliert dort im Elfmeterschießen gegen Atletico Madrid. Das ist schon nochmal eine bittere Geschichte. Und ich denke so oder so, ich habe es ja vorhin schon mehr oder weniger angekündigt, der gute Fonsi wird sich jetzt nichtsdestotrotz einen neuen Verein suchen. So konnte er jetzt immerhin mal noch mit Lionel Messi, dem vielleicht besten Fußballer aller Zeiten, zusammenspielen. Internationales Turnier gibt es übrigens nicht für die kanadische Nationalmannschaft in dieser Saison, der jetzt aber eh nur noch schlechter wird. Und ich habe es ja schon von Beginn an gesagt, das ist nur eine Durchlaufstation für Alphonso Davies. PSG ist jetzt nicht der Verein, bei dem ich ihn zur Legende machen möchte. Vertrag läuft sowieso aus. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um jetzt nochmal zu wechseln. PSG will ihn bestimmt loswerden, um nochmal ein bisschen Kohle mitzunehmen. Wobei bei denen Kohle ja meistens doch nicht so die Rolle spielt. Fonsi geht trotzdem, aber nicht zu Valencia. Das wäre einer dicken Rückschritt. Also es gibt generell nicht viele Clubs, die überhaupt in Frage kommen. Aber Real Madrid ist definitiv einer davon. Die bieten 105 Millionen Euro für den 23-Jährigen. Wir haben den neuen Club für Fonsi gefunden. Der Kanadier spielt ab sofort für die Königlichen. Auch da darf er mit absolut überragenden Mitspielern zusammenspielen. Wobei ich schon hoffe, dass man da noch ein bisschen mehr rausholen kann, wenn ich umstelle. Gnabry ist auf alle Fälle hier, Koulibaly. Aber selbst nach meinen Umstellungen sieht das jetzt nicht so fantastisch aus. Also mit dem Champions League-Titel wird es da wahrscheinlich echt schwierig. Außer Davies carried jetzt komplett durch. Dann muss halt mindestens die spanische Meisterschaft drin sein. Wobei es ja auch da durchaus ganz ordentliche Konkurrenz gibt. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Ergebnisse sahen richtig, richtig gut aus. Und so gewinnt Real Madrid auch die Meisterschaft. Und zwar mit einem riesigen Vorsprung vor Real Sociedad, Atletico nur Dritter und Barca Vierter. Damit hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Supercopa-Sieger ist man noch dazu. Copa de España, die fehlt leider mal wieder. Also in den Pokalwettbewerben hat Fonsi bis jetzt kein Glück in seiner Karriere. Den Superpokal holt Atletico, die Champions League geht an Real Madrid. Das ist der zweite Champions League Titel für Fonsi in 3 Jahren und noch dazu das dritte Finale in 3 Jahren. Also das ist wirklich sein Wettbewerb, muss man sagen. WM findet ja erst nächste Saison wieder eine statt. Wir können also hier direkt wieder schauen, wer am meisten Tore hat. Das ist André Silva. Fonsi Davies immer wieder mit 2 Buden und 2 Vorlagen. Das ist seine Lieblingsstatistik. 42 Einsätze, das ist richtig, richtig viel. Und er hat mittlerweile eine 89. Sein Potenzial liegt aber auch immer noch bei 9. Keine Ahnung, warum das nicht hochgeht. Hätte ich mir eigentlich schon erwartet, dass es irgendwann sich ein bisschen steigert. Vor allem bei dem Erfolg, den er einfach hat. Fonsi wird übrigens definitiv ein weiteres Jahr bei Real Madrid bleiben. Und ich kann mir übrigens vorstellen, dass er auf lange Sicht Hazard auf dem linken Flügel ersetzt. Denn auch in der Realität könnte das halt echt irgendwann wieder passieren, dass Davies nach vorne wandert und nicht mehr als Linksverteidiger, sondern als linker Flügel spielt.
Ganz kurz, jetzt mal so zwischenrein. Es hat schon wieder ein Mitspieler von Davies den Ballon d'Or gewonnen. Letzte Saison war es wieder Mbappé, aber jetzt schaut mal, wer es dieses Jahr ist. Einfach Serge Gnabry mit dem Ballon d'Or in der Hand. Wie geil ist das denn bitte? Und der hat hier gerade mal eine 87er Gesamtstärke. Feier ich ja richtig sowas. Ja, mit so einem Ballon d'Or-Gewinner im Team sollte man doch eigentlich den ein oder anderen Titel verteidigen können. Jetzt dann gibt es natürlich wieder die Weltmeisterschaft. Kanada ist mit dabei. Rein in die La Liga und Real Madrid ist nur Fünfter. 68 Punkte weit hinter dem Erzrivalen, dem FC Barcelona, der die Liga gewinnt. Supercopa holt Real Madrid die Copa de España. Geht an Getafe, also weiterhin Pokalwettbewerbe, in denen läuft es nicht. Super. Pokalsieger ist Real Madrid. Also ich weiß nicht, zählt man die Champions League jetzt als Pokalwettbewerb? Das meine ich auf alle Fälle nicht, obwohl es schon irgendwie ein Pokalwettbewerb ist. Manchester City gewinnt das Ding und Real Madrid ist einfach schon im Achtelfinale gegen Liverpool rausgeflogen. Also eigentlich wollte ich mit Davies schon noch eine Saison hier bleiben, aber jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, schon wieder zu wechseln. So sieht die Nationalmannschaft mittlerweile aus. Die hat sich schon auch wirklich ordentlich verbessert und ich habe auch noch gar nicht irgendwie umgestellt. Ja, aber so viel besser wird die jetzt dadurch nicht. In Sachen Titel wird es echt schwer. Ähnlich wie es bei Real Madrid war in dieser Saison. Top-Torschütze wieder André Silva und Davies jetzt mit 8 Toren und 4 Vorlagen. Aber ich denke auch, dass der automatische Trainer ihn des Öfteren auf dem linken Flügel eingesetzt hat. Weil Hazard ist ja mittlerweile weg, der glaube ich seine Karriere beendet. Und links hinten gibt es ja dann auch noch Ferland Mendy. Von daher passt das echt richtig gut, wenn Davies links vorne spielen kann. Und ich trainiere ihn jetzt auch schon eine ganze Weile in die Richtung. Und er hat es auch abgeschlossen. Das heißt, Alphonso Davies wird jetzt endgültig zum linken Flügel. Mit seinen mittlerweile 25 Jahren gibt es den erneuten Positionswechsel. Und vielleicht kann er dann auch bei der Weltmeisterschaft ja ein bisschen was reißen für Kanada. Wobei er für die ja vorher auch schon ein bisschen offensiver gespielt hat. Jetzt ist es aber so seine angestammte Position. Vielleicht bringt es ja was. Ja, sieht bis hierhin ehrlich gesagt nicht so aus. Niederlage gegen Russland, Niederlage gegen Spanien und ein Unentschieden gegen Nordirland. Das wird auf keinen Fall reichen fürs Weiterkommen. Am Ende ist man damit natürlich Gruppenletzter. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt noch eine Saison Real Madrid aus. Mit der neuen Position. Vielleicht läuft es ja dann wieder ein bisschen besser. Wobei gerade die Innenverteidigung, ihr habt es vorhin gesehen, die ist schon echt nicht mehr das Wahre hier. Ansonsten ist die Mannschaft aber schon immer noch richtig, richtig stark. Und sie holt auch wieder den Meistertitel. Jawohl, 92 Punkte, dicker, fetter Vorsprung. Endlich wieder vor dem FC Barcelona. Die letzte Saison war definitiv ein Ausrutscher. Copa de España wird halt wieder nicht gewonnen. Superpokal Manchester City in der Champions League. Hat Real Madrid ja jetzt nicht mal mitgespielt. Stattdessen in der Europa League. Und da gewinnt Fonsi Davies den Titel. Jetzt hat er nicht nur zweimal die Champions League gewonnen, sondern dazu noch die Europa League. Das sieht man auch nicht oft bei der Art von Video. Eine 90er Gesamtstärke hat er jetzt, ist zu Hause auf dem linken Flügel. Unnormale Werte. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf seine Torbeteiligungen. Unter den Torschützen ist er der viertbeste mit 11, aber nur 3 Vorlagen. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Und 4 weitere Jahre bleiben ihm ja auch auf alle Fälle in dem Video. Ich denke aber, bei Real Madrid ist jetzt erstmal Schluss. Es muss wieder was Neues her. Die Frage ist, was kann überhaupt noch kommen nach PSG, nach Real Madrid? Es gibt nicht viele Clubs, zu denen Alphonso Davies als linker Flügel wechseln würde. Zur Premier League wäre vielleicht ganz cool. Als erstes meldet sich wieder Paris Saint-Germain, aber eine Rückkehr kommt da nicht in Frage. Premier League würde ich halt schon ziemlich feiern. Aber Tottenham, ich weiß ja nicht so recht, überzeugt mich nicht komplett. Aber eine Rückkehr zum FC Bayern, die fühle ich dann doch wieder. Und dann geht es halt erst zum Schluss der Karriere nach England. Vor allem ist es ja nicht der Linksverteidiger Davies, der jetzt wieder zum FC Bayern zurückgeht, sondern der neue, der linke Flügel Davies für 133 Millionen. In der Realität wäre das auf jeden Fall der neue Rekordeinkauf der Münchner. Thomas Müller ist ja immer noch dabei als Capitano. Im Sturm haben sie Dijk, im defensiven Mittelfeld Grafenberg. Aber ich denke, mit ein bisschen Umtauschen können wir da definitiv noch deutlich mehr rausholen. Ein bisschen Sorgen macht es mir, dass es keinen zweiten Keeper im Kader gibt. Und einen richtigen Linksverteidiger haben wir auch nicht. Da kann jetzt Dumfries spielen oder halt Diallo, der noch auf der Bank sitzt. Schlussendlich entscheidet ja sowieso nicht ich über die Aufstellung, das müsst ihr immer wissen. Aber ich denke, den meisten von euch ist das sowieso klar. Ich kalendersimuliere die ganze Zeit. Und genau das mache ich jetzt auch wieder. Die letzte Saison, die Davies bei Bayern verbracht hat, die war ja jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt nach der Rückkehr wieder besser läuft.
Und während Kylian Mbappé einen Ballon d'Or nach dem anderen gewinnt, holt der FC Bayern immerhin mal die deutsche Meisterschaft. Und das ist auf alle Fälle ein großer Fortschritt im Vergleich zur letzten Saison. Ihr seht gleich, woran ich das erkannt habe. Also nicht nur daran, dass man gegen Frankfurt rausgeflogen ist aus dem Pokal. Gut, Supercup, das kann heißen, dass man letztes Jahr den Pokal gewonnen hat. Aber in der Champions League war man einfach gar nicht erst mit dabei. Oder doch war man? Okay, dann habe ich das auch wieder falsch gesehen. Auf alle Fälle hieß es dann schlussendlich UEFA Europa League und da holt man den Titel. Zum zweiten Mal gewinnt Alphonso Davies in seiner Karriere nicht nur die Champions League, sondern auch die Europa League. Ey, was Titel angeht, dieser Typ, ey, 90er Gesamtstärke, Potenzial auch bei 90, ich hab's mal nachgeschaut. Also das dynamische Potenzial mag ihn irgendwie überhaupt nicht. Tore in dieser Saison hat er zumindest mal 9 erzielt, dazu 6 Vorlagen, ist damit der 5-beste Spieler, Diallo mit 7 Vorlagen. Kann sein, dass der dann vorm automatischen Trainer vor allem als Linksverteidiger eingesetzt wurde, denn da gibt es ja keinen Nominellen im Team. Top-Stürmer ist mittlerweile definitiv Scarlett hier. Jetzt ist die Frage, Davies ist 27 Jahre alt, aber ich kann jetzt nicht nach einem Jahr schon wieder wechseln. Wir machen noch ein zweites Jahr und dann muss es in die Premier League gehen. Ich will ihn unbedingt in der Liga sehen. Es geht ja auch schon langsam auf die dritte und letzte Weltmeisterschaft in diesem Video zu. Und es wäre schon cool, wenn Kanada da dann mal über die Gruppenphase hinauskommen würde. Der FC Bayern gewinnt auf alle Fälle die deutsche Meisterschaft. Genauso hat Fonsi sich das vorgestellt, das Double, jawohl, endlich auch mal zum Pokal mitgewonnen. Supercup gewinnt man, Superpokalsieger wird man leider nicht. Die Champions League holt Manchester United. Und vielleicht wechseln wir ja genau da jetzt hin. Die haben Fonsi ja auch hier aus dem Wettbewerb rausgekickt, der jetzt eine 91 hat mittlerweile. Er konnte sich nochmal steigern. Ich hoffe, dass er auch mal ein paar Tore geschossen hat. 10 jetzt mal. Immerhin zweistellig. Dazu 4 Torvorlagen. Also so krass, was die Torbeteiligung angeht, war er leider nie bis hierhin. Ist schon ein bisschen schade. Vor allem so das linke Flügel ist doch da eigentlich einiges möglich. Aber wie gesagt, jetzt freue ich mich auf den nächsten Wechsel, auf die Premier League. Denn was anderes kommt nicht in Frage. Also ab mit dem Fonsi auf die Transferliste. 28 Jahre ist er jetzt. Das heißt, 2 Jahre bei einem Top-Premier League-Club. Das wär's doch jetzt. Das erste Angebot ist von einem Premier League-Club. Die bieten einfach Leroy Sané, der hier für Everton spielt, im Tausch an. Aber das kann ich nicht machen. Zu Everton gehen, das kommt nicht in Frage. Natürlich kommt auch PSG wieder daher. Und da unten ist noch ein Angebot vom FC Liverpool. Und genau sowas wollte ich sehen. Alphonso Davies geht für über 165 Millionen Euro nach England, um sich nochmal in der besten Liga der Welt messen zu können. Und ich hoffe auch wirklich, dass das Team hier nach beste Liga der Welt aussieht. So ein 75er Mané, ich weiß nicht so recht. Aber auf der Bank sehe ich dann direkt einen Greenwood. Baku ist hier. Aouar, Navarro, Davies und irgend so ein Rainer. Ein argentinischer Stürmer. Der Messi-Region kann es ja nicht sein. Ich tausche mal wieder ein bisschen rum hier. Und lande am Ende bei diesem Team hier. Ob der automatische Trainer das dann so aufstellen wird, mal schauen. Theoretisch können die alle auf den Positionen spielen. Aber es fehlen halt so ein bisschen zentrale und defensive Mittelfeldspieler, die das halt als erste Position haben. Nichtsdestotrotz, der Kader ist bereit für Titel und sollte auch gut genug dafür sein. Noch dazu geht es jetzt natürlich auch schon wieder zu auf die nächste Weltmeisterschaft. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich denke halt wirklich, dass das Nationalteam mittlerweile die Qualität dafür hat. Es geht erst gegen Russland, dann gegen England. Die dritte Nation ist Finnland. Schaut euch das Team einfach nur mal an. Es gibt echt einige gute Talente im kanadischen Fußball. Hier diesen Marshall Rutty kann man reintun. Also da könnte schon was gehen. Vorher wollen wir aber natürlich wissen, was Fonsi mit dem Verein angestellt hat. Ein Premier League Titel wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Aber dafür reicht es leider bei weitem nicht. 65 Punkte. Der erste ist City mit, ich glaube, über 20 Punkten mehr. FA Community Shield, den gewinnt Chelsea leider. Im Elfmeterschießen verliert man da. Verliert das Finale im FA Cup. Carabao Cup geht an Manchester United. Überhaupt kein Titel in dieser Saison, oder was? Jetzt bleiben mir nur noch die internationalen Wettbewerbe. Die Champions League ist es auf alle Fälle nicht. Da wurde man Gruppenzweiter und dann war gegen Piemonte Calcio Schluss. Eine Saison zum Vergessen für Davies. Hat er wenigstens ganz gut gescored? Jawohl, mal sehen.
16 Buden, das ist ordentlich. 12 davon in der Premier League, dazu gibt es 4 Torvorlagen. Und damit starten wir jetzt so richtig rein in die letzte Weltmeisterschaft in diesem Video. Und ich simuliere das jetzt selbst. So stehen die Chancen vielleicht nochmal einen Ticken besser, hier gegen Russland direkt einen Sieg mitzunehmen. 2:1, Davies und natürlich David, die besten Spieler der Mannschaft, treffen. Gegen England wird es dann schon wieder richtig schwer. Da sollten wir mit einem Punkt mehr als zufrieden sein. Das gewinnen die auch. Davies trifft erneut. Ey, das sieht ja verdammt gut aus in Sachen Weiterkommen. Die sind sogar schon sicher weiter, ne? Weil die anderen beiden mit 3 Punkten spielen ja gegeneinander. Der letzte Gegner für Kanada ist jetzt noch Finnland. Ist eigentlich egal, wie das ausgeht. Natürlich wäre ein dritter Sieg schöner. Man verliert sogar und fällt damit noch auf den 2. Tabellenplatz ab. Das heißt, jetzt könnte eine richtig, richtig starke Nation warten. Das sind die Niederlande. Die haben mit Sicherheit ein paar richtig gute Spieler am Start. Grafenberg zum Beispiel, mit dem hat Davies ja beim FC Bayern zusammengespielt. Aber die werden einfach mit 1:0 besiegt. Wie stark ist diese kanadische Nationalmannschaft bitte? Die stehen jetzt im Viertelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Und ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich habe das in dem Kopf, aber das muss ein Rekord sein für das Land. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal eine Gruppenphase überstanden, denke ich mal. Nächster Gegner Brasilien, also spätestens jetzt, wenn wir nicht rausfliegen würden, wäre das der absolute Hammer. Was ist das? Marshall Rutty Doppelpack und man bezwingt mal eben Brasilien. Ey, was ist denn bitte los hier? Kanada im Halbfinale. Und es ist jetzt sogar wieder ein leichterer Gegner. Dänemark, würde ich auch so sagen, ist eigentlich schlagbar. Klar, die haben schon viele gute Talente, aber wer Brasilien bezwingt, der kann auch eigentlich Dänemark besiegen. Aber hier ist dann leider Schluss im Halbfinale. Nichtsdestotrotz, das war überragend, Mann. Dass Fonsi hier mit Kanada nicht die Weltmeisterschaft gewinnt. Ich denke, damit kann er leben, aber einfach ins Halbfinale einzuziehen, das ist schon richtig, richtig geil. Spiel um Platz 3 gibt es jetzt noch. Da trifft man auf Tschechien. Ist definitiv auch eine Überraschung, dass die hier so weit kommen. Und leider verliert man 4:1 gegen die. Naja, das kann das Ganze nicht mehr kaputt machen. Fonsi ist mit Kanada bis ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft gekommen. Ich denke, wenn du ihn danach in der Realität fragst, der würde das sofort unterschreiben. Und jetzt gehen wir noch schnell rein in die allerletzte Saison. Eine Chance bleibt noch mit Liverpool. Und am geilsten wäre natürlich der Premier League-Titel, Mann. Das wäre so dermaßen nice. Den letzten Ballon d'Or-Sieger hier in diesem Video muss ich euch natürlich noch zeigen. Und es ist natürlich Kylian Mbappé. In jedem Jahr, in dem ich es euch nicht gezeigt habe, hat Kylian Mbappé das Ding geholt. Also der kann ein ganzes Zimmer mit den Dingern füllen. Hat ja auch eine 96er Gesamtstärke. Davies ist ein Ticken schlechter, aber hat auch eine 92. Und Gnabry konnte ja das Ding auch irgendwann holen. Und das, obwohl er jetzt nicht der allerbeste Spieler der Welt war, rein von der Gesamtstärke her. Aber in der Hinsicht geht Fonsi leider leer aus. Zum Abschluss werfe ich jetzt natürlich auch nochmal die Kamera an und wir schauen uns an, was Davies mit Liverpool in seiner letzten Saison gerissen hat. Irgendein Titel wäre halt absolut nice und jawohl, es ist die Premier League. 79 Punkte, ich hatte halt echt überhaupt nicht damit gerechnet, dass Liverpool jetzt noch die Premier League gewinnt, weil letzte Saison war man so weit weg. FA Cup wird auch geholt, Carabao Cup gewinnt man nicht, aber das ist nicht so schlimm. Superpokalsieger ist Villarreal, die Champions League holt Manchester United. Liverpool war gar nicht mit dabei. Die haben Euroleague gespielt und das gibt es einfach nicht. Die gewinnen die Euroleague. Das heißt, Davies hat jetzt 3-mal die Euroleague gewonnen und 2-mal nur die Champions League. Das ist schon ein bisschen sehr verrückt. Er ist auf alle Fälle der Star hier bei Liverpool, hat die höchste Gesamtstärke von 92. Nee, wobei, Trent hat eine 93. Okay, vergesst das trotzdem. Der beste Offensivspieler. Hat er dann auch die meisten Tore geschossen? Leider nein, aber 18 Tore, 13 Vorlagen. Er steigert sich langsam. Mittlerweile ist er jetzt natürlich 30 Jahre alt und damit setzen wir erstmal einen Haken hinter diese Karriere-Neusimulation bzw. Karrieresimulation, weil wir haben ja quasi in die Zukunft so ein bisschen reingeschaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr denkt, dass die restliche Karriere von Davies verlaufen wird. Ich als Bayern-Fan hoffe natürlich, dass er möglichst lange in München bleibt. Der darf gerne seine komplette Karriere da verbringen. Das ist einfach ein absolut geiler Spieler in der Realität. Macht mega Spaß, dem zuzuschauen. Ich hoffe, bei dem Video war es auch ein bisschen so. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dahin, euer Bernie. Ja krass, also wie gesagt, habe ich 0,0 gerechnet, dass er die Premier League gewinnt. Und ich denke, auch von euch hat echt keiner gedacht, dass Liverpool so stark auf einmal ist. Vor allem, es gab schon so ein paar Schwachstellen. Ich sehe auch gerade Trainer des Monatspreis. Ging an uns, das seht ihr jetzt nicht mehr, denn ihr seid ja auf der Endcard. Es ist einfach nur da, um das letzte Video anzuklicken oder ein anderes Video oder die Infocard.